In dieser neuen Reihe, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ich jetzt in 4 Vorträgen vorbereitet habe, sprechen wir über Unglaubliches, das die Mathematik anbieten kann. Über geradezu etwas, was an Zauberei grenzt. Wobei das Wort grenzt gar nicht richtig ist. Denn es ist ja bei den Zauberkunststücken so, wenn man dann erfahren hat, wie es eigentlich funktioniert, ist man meistens enttäuscht. So einfach und ich habe mich so täuschen lassen. Und in der Mathematik ist es aber ganz anders. Sie werden das, was ich Ihnen hier erzähle, soweit ich hoffe, so gut verstehen, wie ich es verstehe. Also, ja. Und Sie werden es also verstehen und trotzdem werden Sie sagen, es ist noch immer unglaublich. Also wir bieten weitaus mehr als Zauberei. Was wir machen, grenzt nicht an Zauberei, sondern überbietet Zauberei. Es überbietet Zauberei. Also insofern eine sehr wertvolle Angelegenheit, die auch deshalb unterstützt wird, dass wir das machen von den Ministerien, damit Sie also mehr als zaubern können, indem Sie also erkennen Dinge, wo Sie sagen, ich habe es verstanden und es ist trotzdem unglaublich. Es handelt, der erste Vortrag, eigentlich über Geometrie. Das Thema lautet Gabriels Posaune. Es handelt also um den Erzengel Gabriel, der ein Instrument verwendet. Viele sprechen von Gabriels Horn, aber das Horn ist normalerweise ein gewundenes Instrument und dieses hier ist also elendlang. Also eher doch eine Posaune. Ja, und Sie sehen hier also den Engel, der die Posaune bläst, aber es ist in Wirklichkeit kein falsches Bild, denn Sie wissen ja, die Engel, die sind unendlich weit entfernt. Also was übrig bleibt, ist eigentlich nur die Posaune. Auf die kommt es uns an. Und das Wesen, dass sie unendlich lang ist. Und diese Posaune, die hat eine unglaubliche, und darum heißt sie auch, diese Reihe so unglaublich, der hat eine unglaubliche Eigenschaft, die wir am Ende, nachdem ich also den Vortrag gehalten haben werde, verstehen werden. Wir müssen diese Posaune natürlich mathematisch irgendwie in den Griff bekommen. Das bekommt man so, indem man diese Posaune einordnet in ein Koordinatensystem. Also das sehen Sie, da geht nach hinten hin in die Unendlichkeit eine X-Achse, nach vorne rechts eine Z-Achse, nach oben eine Y-Achse. Und in der XY-Ebene, also von der X-Achse und von der Y-Achse aufgespannt wird, sehen Sie eine Kurve, Y ist 1 durch X, ich spreche dann später noch genauer darüber. Und entlang dieser Kurve wird die Posaune gleichsam ihre Form erhalten. Wenn Sie diese Kurve nehmen, ab x gleich 1 beginnen bis nach unendlich hin und diese Kurve drehen um diese x-Achse herum, dann entsteht die Posaune. Also um dieses Instrument geht es. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was ich Ihnen erzähle, ist eigentlich eine ziemlich alte Angelegenheit in der Mathematik. Und wir werden in diesem Vortrag es folgendermaßen erleben. Wir werden zuerst recht moderne Sachen erleben und dann immer mehr und mehr in die Vergangenheit zurückgehen und dabei lernen, dass die Vergangenheit einiges bereithält, das auch tatsächlich auch unglaublich ist, also das auch wirklich noch immer aktuell ist. Denn die Mathematik, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die tatsächliche, nachhaltige Wissenschaft. Wenn ich heute vor Ihnen spreche als Biologe und davon etwas erzähle, das 5 Monate alt ist, wird jeder sagen, ein alter Hut, wir wissen schon, es viel besser. Nein, ich erzähle Ihnen Dinge und ich sage, das ist relativ neu, was ich Ihnen jetzt bringe. Und es ist bereits 110 Jahre alt, aber für Mathematiker ist das schon recht neu. Eine Erfindung, die gemacht hat ein schwedischer Mathematiker, Nils Helge von Koch, mit der ich sozusagen Sie ein bisschen einstimmen möchte in diese geometrischen Unglaublichkeiten. Helge von Koch, Nachfolger des großen schwedischen Mathematikers Mittag-Leffler, hat Differentialgleichungen studiert, er hat sogar die Grundlage gelegt, diese Matrizenmechanik, unendliche Matrizen hat er betrachtet, schließlich unendlich hat sich das aber nicht durchgesetzt. Das Einzige, was von ihm geblieben ist, ist eine geometrische Konstruktion, die aber an sich recht ansprechend ist. Also Helge von Koch geht aus von einer Strecke, eine einfache Strecke und wir nehmen an, diese Strecke ist 1 lang.
Sie werden fragen, was ist 1? Ein Dezimeter, ein Zentimeter, ein Kilometer, das ist mir egal, wir nehmen 1. Nehmen Sie also einen Dezimeter, das ist irgendwie handlich, also es soll etwa, also ich schreibe halt nur 1 hin. Die Maßeinheit, das ist ja Physik und das geht mich nichts an, also 1. 1 ist die Strecke lang. Und nun machen wir mit der Strecke Folgendes, wir schrumpfen die Strecke. Wir schrumpfen die Strecke auf ein Drittel, also sie ist jetzt nicht mehr 1 lang, sie war 1 lang und jetzt ist sie nur mehr ein Drittel lang. Dafür nehmen wir diese geschrumpfte Strecke viermal, und zwar so, dass wir sie in der Mitte hochheben und wieder fallen lassen und nach rechts wieder gerade ziehen, so dass also viermal ein Drittel vor Ihnen ist. Ein Drittel hinauf, schräg, ein Drittel hinunter, schräg, ein Drittel wieder nach rechts. Vier Drittel. Das ist der erste Konstruktionsschritt. Und was machen wir jetzt mit diesen vier Dritteln? Sie werden es nicht ahnen, wir werden sie schrumpfen lassen. Um den Faktor ein Drittel schrumpfen wir sie. Jetzt ist sie nicht mehr vier Drittel lang, sondern jetzt ist sie ein Drittel von vier Drittel lang. Ein Drittel von vier Drittel, das sind vier Neuntel. Also hier haben wir jetzt vier Neuntel. Und diese vier Neuntel nehmen wir jetzt, wie oft? Viermal. Viermal. Einmal haben wir sie schon, dann gehen wir sie schräg hinauf, dann gehen wir sie wieder schräg hinunter und dann wieder gerade hinüber. Also 4 mal 4 Neuntel, das sind jetzt 16 Neuntel. Dieser Streckenzug ist jetzt 16 Neuntel lang. 16 Neuntel Kilometer, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter, egal, aber 16 Neuntel. Was machen wir mit den 16 Neuntel? Sie werden es nicht ahnen, wir schrumpfen sie um ein Drittel. Wir schrumpfen die 16 Neuntel um ein Drittel, haben also jetzt 16 Siebenundzwanzigstel. Und diese 16 Siebenundzwanzigstel nehmen wir jetzt wie oft? Viermal. Einmal haben wir sie schon, dann schräg hinauf, schräg hinunter, rechts hinüber. Hier haben wir jetzt 4 mal 16, 27, also 64, 27 Länge. 64, 27, das ist schon ziemlich lang. Das ist ja schon weitaus mehr als 2. Aber wir hören natürlich nicht auf. Wir schrumpfen das auf ein Drittel der Größe nach. Also aus 64, 27, wenn jetzt 64, 81. Wir nehmen die 64 81stel Länge dieses Streckenzugs viermal und haben 256 81stel hier vor Augen. Und was machen wir damit? Wir schrumpfen das auf ein Drittel, nehmen es viermal und haben jetzt, wenn wir das viermal genommen haben, 1024 243stel als Länge. Das ist ungefähr schon mehr als 4. Also aus der Länge 1 ist jetzt ein Streckenzug geworden, der eigentlich 4 lang geworden ist und sogar mehr. Und was machen wir damit? Wir schrumpfen und so weiter. Die einzige Schwierigkeit, die jetzt drin besteht, ist, selbst mit einem guten Programm wie Photoshop oder was auch immer, es wird das Bild nicht mehr genauer. Das erkläre ich jetzt einfach dadurch, dass ich sage, Ihre Augen sind nicht scharf genug. Oder ich könnte es auch anders sagen. Wissen Sie, wenn ich es jetzt tausendmal geschrumpft und wieder zusammengepickt, es würde das Bild kaum anders ausschauen als hier. Also stellen Sie sich vor, Sie haben hier eigentlich das Bild, das Sie es unendlich oft gemacht haben, aber dann entsteht ein Streckenzug, der wie lang ist? Der ist unendlich lang. Der ist unendlich lang auf dem Bildschirm. Also wirklich unendlich. Also man sieht fast unendlich. Helge von Koch hat das Ganze gemacht, indem er nicht eine Strecke genommen hat, sondern drei Strecken genommen hat. Drei Strecken, also die sind jetzt insgesamt, die Gesamtlänge ist 3. Und denselben Prozess durchgeführt. Beim ersten Mal entsteht also hier ein weiterer Streckenzug, der ist 4 lang, ein Sternchen, das genau die Länge, den Umfang 4 besitzt, ein Stern mit Umfang 4. Und wir machen den nächsten Schritt, Sie wissen ja, da müssen wir immer diese kleinen Häkchen dran geben, das wird also jetzt um 4 Drittel vergrößert, 4 mal 4 ist 16, 16 Drittel ist dieser Streckenzug lang, dieser eigenartige Stern, aber wenn man noch einmal den Prozess durchführt, noch einmal mit 4 Drittel multipliziert, haben wir 64 Neuntel, ist der Umfang von diesem Streckenzug. Und noch einmal durchgeführt den Prozess, haben wir einen Streckenzug,
das schon an eine Schneeflocke ein bisschen erinnert, von 256/27 Umfang. Und wenn wir es noch einmal durchführen, geht es weiter zu 1024/81 Umfang. Und das Interessante ist, wenn man das weiter und weiter durchführt, das Bild würde sich kaum mehr ändern. Weil, wie ich Ihnen schon sagte, PowerPoint ist zu schlecht und unsere Augen sind zu schwach und so weiter. Aber der Umfang von dieser Fläche, der Umfang wäre unendlich groß. Aber die Fläche nur endlich. Also eine endliche Fläche wird von einem unendlichen Umfang eingezäunt. Damit Sie sehen, dass das wirklich wachsen kann, mache ich diese Konstruktion noch einmal ein bisschen primitiver. Wir gehen wieder aus von der Strecke 1. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Jetzt werden wir sie einfach nicht dritteln, sondern vierteln. Also, jetzt ist sie nur ein Viertel so groß. Das war das Graue, was früher, und es ist ein Viertel so groß. Und dieses ein Viertel dieser Strecke nehme ich jetzt 8-mal. Also, 2-mal rauf, 2-mal wieder rüber, 2-mal wieder runter, 1-mal wieder nach rechts und vorne war 1-mal links, insgesamt 8-mal. Also sehen Sie hier jetzt einen Streckenzug, der 2 lang ist. Wir schrumpfen das Ganze auf das Viertel von diesem 2, das ist in Wirklichkeit ein halb, tragen das 8-mal auf. Also das Ding hier ist insgesamt 8 halbe lang, also 4 lang. Aus 1 wurde 2, aus 2 wurde 4. Wir schrumpfen das Ganze auf ein Viertel und tragen es 8-mal auf. Wenn wir das auf ein Viertel schrumpfen und 8-mal auftragen, bekommen wir eine Länge von 8. Wir schrumpfen das Ganze auf ein Viertel und tragen es 8-mal auf, bekommen die Länge 16. Und eigentlich eine hochästhetische Figur. Und dann, das ist Hausübung, machen Sie es weiter und weiter und weiter. Wenn Sie es 10-mal gemacht haben, haben Sie bereits die Länge 1024. 1024 lang auf Ihrem kleinen Bildschirm. Und wenn Sie es noch weitermachen, wenn Sie es 30-mal weitermachen, dann ist das schon länger als die Entfernung von der Erde zum Mond. Auf Ihrem Bildschirm. Jetzt können Sie sagen, das ist eine Spielerei. Das ist richtig. Aber tatsächlich kommt diese Spielerei vor in der Wirtschaft. Wenn Sie nämlich die Charts anschauen von den Börsekursen. Wissen Sie, diese Kurven, die da gezeichnet werden, die sind von dieser Art. Diese Kurven, die dauernd rauf und runter gehen und rauf und runter gehen. Wenn man nämlich das Folgende macht, sich diesen Börsekurs anschaut, der geht von Anfang 2013 bis zum 6. März 2013, geht es rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Sie zoomen das, Sie wollen sich es anschauen vom 1. März 2013 bis zum 6. März 2013, einen Ausschnitt davon, die Kurve geht rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Sie zoomen das, Sie wollen sich es anschauen vom 6. März 2013 um 0 Uhr bis zum 6. März 2013 um 19.20 Uhr. Die Kurve geht rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Sie wollen sich es anschauen, die Kurve vom 6. März 2013 um 19.19 Uhr bis zum 19.20 Uhr. Das geht sogar innerhalb von einer Minute, immer rauf und runter. Die sind genau von dieser Art. Und diese Kurven beschäftigen alle Menschen, die Geld verdienen wollen. Und der Witz ist, die Kurven gibt es nicht. Es gibt ja auch diese Kurve, wenn Sie es unendlich lang machen, nicht. Es gibt ja dann nur mehr diese Punkte. Und auch die Börsenkurse sind in Wirklichkeit sind das ja nur Punkte, einzelne Punkte, was war das zu einem bestimmten Zeitpunkt wert? Und dazwischen wird herumverbunden. Dieses Herumverbinden ist eigentlich ein Fehler, denn kein Mensch weiß, dass es wirklich gerade nicht herumverbunden ist. Niemand weiß das. Aber alle schauen auf die Kurve und keiner schaut auf die Punktwolke. Aber in Wirklichkeit ist die Punktwolke das Entscheidende, nicht die Kurve. Vielleicht würde das der Wirtschaftskrise etwas helfen, wenn man sagt, Kinder, schaut die Punktwolke an, schaut nicht die Kurve an. Die Kurve vermittelt die Idee eines Trends. Die Punktwolke, die gibt die Wahrheit wieder. Die Idee einer Volatilität, dass da rauf und runter läuft.
nämlich nicht rauf und runter läuft, sondern dass da die Punkte verwolkt sind. Das ist die Schwierigkeit. Zum Schluss zerbröselt oder sozusagen verdampft der Begriff der Länge, weil sie unendlich lang wird, und das Unendliche ist halt das Schwierige. Sie können sagen, gut, aber was hat das jetzt mit einer Posaune des Engels Gabriel zu tun? Nun, ich muss ein bisschen zurückgehen. Vor Helge von Koch hat ein anderer Mathematikus, ein gewisser Hermann Amandus Schwarz, Schüler des großen Weierstrass in Berlin, dieser Hermann Amandus Schwarz hat eine weitere eigenartige Entdeckung gemacht an einem der einfachsten Objekte der Geometrie, nämlich am Zylinder. Also hier vor uns ein Zylinder. Was Sie sehen, ist natürlich kein Zylinder, sondern nur das Bild eines Zylinders. Einen Zylinder müsste ich ja sozusagen Ihnen mitbringen, aber Sie sehen das Rote, das ist hier, wenn Sie so wollen, die Grundfläche oder die Deckfläche, und das Grüne, das ist die Mantelfläche des Zylinders. Wir haben das Gefühl, dass wir einen Zylinder vor uns haben. Und Hermann Amandus Schwarz hat nun festgestellt, dass die Oberfläche des Zylinders, sogar die Mantelfläche des Zylinders, es braucht nur die Mantelfläche des Zylinders, also die grüne Mantelfläche, hat Hermann Amandus Schwarz festgestellt, ist, wenn man dumm hinschaut, nicht berechenbar. Wieso? Und Schwarz hat das gemacht, weil er war Schüler von Weierstrass, und Weierstrass hat das eingeführt, diesen eigenartigen Blick auf die Dinge, dass man alles möglichst in kleine Teile zerlegt und die kleinen Teile genau untersucht. Hermann Amandus Schwarz hat Folgendes gesagt: Ich nehme diese grüne Mantelfläche des Zylinders und teile diesen Zylinder in Scheibchen ein. In viele Scheibchen. Also ich zeichne hier Kreise, die immer gleich weit voneinander entfernt sind, von der linken Seitenfläche bis hin zur rechten Seitenfläche. Also wir haben hier eingezeichnet dazwischen, also die Seitenfläche, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreise, und dann ist die andere rechte Seitenfläche. Aber es könnten auch anders viele sein. Und entlang dieser Kreise zeichnet Schwarz ein, in die Kreise hinein, Vielecke, regelmäßige Vielecke, wo diese Kreise den Umfang dieser Vielecke sind. Und zwar immer entweder nur 6-Ecke oder nur 12-Ecke oder nur 24-Ecke oder nur 17-Ecke, aber immer gleich, also, und zwar in folgender Weise. Er nimmt jeden zweiten Kreis, wir machen das mit 6-Ecken, also zum Beispiel auf der linken Seite des Seitenkreis, da sehen Sie die Sechseckpunkte des Sechsecks, dann den zweiten darauffolgenden, wiederum die Sechseckpunkte des Sechsecks, dann wieder den zweiten darauffolgenden, wieder die Sechseckpunkte des Sechsecks. Sie sind eigentlich nur drei, die anderen drei sind dahinter, bis zum vorletzten. Und zwar so, dass die immer, wenn Sie so wollen, auf der Mantelfläche schön auf einer erzeugenden, wie man sagt, liegen. Also Sie würden sagen so, schön in Reihe und Glied sind. Ja. Und bei den anderen Kreisen machen wir das genauso, nur werden wir da diese Eckpunkte gerade in die Mitte hineinsetzen. Also auch, hier nehmen wir die Sechsecke, aber da werden die Eckpunkte sozusagen versetzt, so dass diese Eckpunkte den Bogen halbieren zwischen den Eckpunkten bei den anderen Kreisen. Also, wenn wir das ohne Farben zeichnen, sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Also, das sind die Eckpunkte. Und da zeichnet jetzt Schwarz ein diese, wir haben hier genommen die Sechsecke, weil es am leichtesten zu zeichnen war. Aber Sie können auch 12-Ecke nehmen oder 17-Ecke. Und so dann verbindet er all diese Ecken dann durch Dreiecksflächen, sodass dann ein derartiger Lampion entsteht. Und nun ist es klar, wenn Sie viele, viele, viele dieser Kreise eintragen, dann wird sich der Lampion immer mehr und mehr angleichen an die Mantelfläche des Zylinders. Und wenn auf dem Kreis viele, viele Punkte sind, also wenn Sie nicht ein 17-Eck, sondern ein 170-Eck, ein 358-Eck, ein 65.537-Eck, kann man sogar mit Zirkel und Lineal konstruieren, also wenn Sie das eintragen, da bekommen Sie praktisch genau die Mantelfläche heraus. Aber das Tolle, was Amandus Schwarz gezeigt hat, ist das Folgende. Man hat zwei Grenzübergänge. Wie viele Kreise lege ich hinein und wie viele Ecken gebe ich jedem Kreis? Beide Zahlen lässt Amandus Schwarz nach unendlich gehen. Aber er hat gezeigt, wenn die eine viel schneller nach unendlich geht als die andere,
kommt ein ganz anderer Wert für die Mantelfläche heraus, wie wenn die andere nach unendlich viel schneller geht als die eine. Also die Mantelfläche des Lampions kann alle Werte annehmen, kann sogar nach unendlich gehen. Also so einfach ist es mit dem Zylinder nicht. Obwohl wir es doch klar sehen, das ist doch ein Zylinder. Und wir wissen natürlich, was die Mantelfläche ist. Wie groß ist die Mantelfläche? Wie groß ist das Volumen des Zylinders? Wie rechnet man das normalerweise aus? Na, natürlich nicht so, wie Schwarz es ausgerechnet hat. Und wenn Sie wirklich interessiert sein wollen, wie das geht von Hermann Amandus Schwarz, dann muss ich Sie bitten, in 14 Tagen hinaufzukommen zum Metzbis und da werde ich Ihnen das vorrechnen. Da kann alles rauskommen, was Gott verboten hat. Ja? Nein, nein, wir rechnen das normal aus. Wir sagen, wir haben ja von dem Zylinder hier den Radius des Deckkreises und damit wissen wir mit dem Radius auch alles, was dieser Deckkreis zu bieten hat. Der hat 2r Pi als Umfang und r Quadrat Pi als Fläche. Ja, und wir wissen, wie hoch der Zylinder ist, also die Höhe des Zylinders. Und damit ist der Zylinder sozusagen in voller Größe bei uns da. Und wir wissen, was die Mantelfläche ist. Denn in Wirklichkeit ist die Mantelfläche nicht sozusagen der Grenzwert all dieser Lampions, sondern ich mache einfach Folgendes. Ich nehme diese grüne Fläche, schneide sie mit der Schere auseinander und blättere sie auf und ich habe ein Rechteck vor mir. Und das Rechteck hat als Höhe die Höhe des Zylinders und als Länge den Umfang des Kreises. 2r Pi ist der Umfang des Kreises, h ist die Höhe des Zylinders, also die Mantelfläche ist 2r Pi mal h. Was soll sie sonst sein? Und das Volumen wissen wir auch, nicht? Das Volumen, das ist diese Grundfläche sozusagen mit der Höhe multipliziert, hinaufgebracht. Also das Volumen ist r Quadrat mal Pi mal h. Das wissen wir doch. Und zwar wissen wir das schon aus der Schule. Und daher wissen wir es ganz bestimmt. Und das merken wir uns bitte auch. Also 2r Pi mal h ist die Mantelfläche des Zylinders und r Quadrat Pi mal h ist das Volumen des Zylinders. Denn das führt uns jetzt langsam hin zu Gabriels Posaune. Aber um das wirklich zu begreifen, was bei Gabriels Posaune so interessant ist, muss ich noch weiter, viel weiter zurück zu einem der größten Mathematiker des Mittelalters, zu Nicole Dorem, den heutzutage fast niemand mehr kennt, aber der wirklich Unglaubliches entdeckt hatte. Im Mittelalter hatte man nämlich die Idee, man rechnet da gleichsam im Kloster sehr lang, man könnte sogar unendlich lang rechnen. Also im Mittelalter, wo man wirklich so unfassbar viel Zeit hatte in den Klöstern, da hat man also auch mit Unendlichen gerechnet. Nicole Dorem hat als erster mit dem Unendlichen gerechnet und unendlich viele Zahlen zu addieren versucht. Ich will Ihnen zeigen, wie man unendlich viele Zahlen addieren kann und was manchmal herauskommt. Also das eine, was man addieren kann, das sind diese Zahlen. 1 und dann ein Viertel und dann ein Neuntel und dann ein Sechzehntel und dann ein Fünfundzwanzigstel. Und Sie werden sich fragen, wie sind Sie denn auf diese Nenner gekommen? Na, das ist klar. Also 1 ist 1 durch 1 und dann steht als Nenner 4, 4 ist 2 mal 2, 9, 9 ist 3 mal 3, 16, das ist 4 mal 4, 25 ist 5 mal 5. Also es ist klar. Also in den Nennern stehen die Quadratzahlen. Und die Aufgabe ist, rechne das aus. Was kommt da heraus? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde es Ihnen nicht beantworten. Ich habe einmal schon in diesem Forum einen Vortrag gehalten, wo ich Ihnen gezeigt habe, wie man das wirklich ausrechnen kann, aber das kostet mich wirklich eine Stunde. Also lassen wir es. Aber ich zeige Ihnen das, was rauskommt, und zwar was Endliches. Ich zeige Ihnen also nicht, was rauskommt, also für die, die es unbedingt wissen wollen, ich verrate es Ihnen, es ist Pi Quadrat Sechstel, aber das war eine große Erkenntnis von Euler. Leibniz hat noch sich gefragt, was rauskommt, er hat nämlich geglaubt, er kann alle unendlichen Summen ausrechnen und bei der hat er sich die Zähne ausgebissen, worauf sich Newton, sein großer Feind in England, darüber sehr gefreut hat. Dann hat Newton sich bemüht, das auszurechnen, hat es auch nicht drauf gekommen. Er hat es dem Demoivre gegeben, denn Demoivre war Newtons Rechenmeister. Demoivre, rechnen Sie mir das aus, Demoivre ist nicht drauf gekommen. De L'Hôpital, ein Schüler von Leibniz, hat versucht, das auszurechnen, ist nicht drauf gekommen. Und die größten Mathematiker der Schweiz, die beiden Brüder Bernoulli,
miteinander nicht sehr gut, weil einer hat immer geglaubt, er ist besser als der andere, ein Johann und ein Jakob, haben versucht, es auszurechnen, sie sind nicht drauf gekommen. Erst Euler, ein Schüler des Johann Bernoulli, hat dann das Ergebnis Pi Quadrat Sechstel gefunden, auf unglaublich eigenartige Weise. Aber wie gesagt, das lasse ich weg, es kommt etwas raus, aber ich zeige Ihnen, hier, in diesem Kontext, reicht es uns zu wissen, dass etwas Endliches herauskommt. Es kommt etwas Endliches heraus. Und so zeige ich das so, dass ich Ihnen zeige, das Ding wird sicher kleiner sein, zum Beispiel kleiner als 2. Ich zeige Ihnen, dass es zum Beispiel kleiner als 2 ist. Und wie zeige ich Ihnen, dass die Summe sicher kleiner als 2 ist? Das mache ich so, indem ich jeden Nenner 4 und 9 und 16 und 25 ein bisschen kleiner mache. Wenn ich den Nenner ein bisschen kleiner mache, wird der Summand 1 durch diesen neuen Nenner ein bisschen größer. Nicht? Kleinerer Nenner, größere Zahl. Also wir machen das so. Sie werden mich fragen, warum machen Sie es so? Und ich sage Ihnen, weil es zum Ziel führt. Aber wir machen das so. Die obere Summe ist kleiner als 1, na 1 steht auch oben, plus, und statt ein Viertel schreibe ich 1 durch 1 mal 2. Das weiß ja jeder Trinker, dass ein Viertel kleiner ist als ein Halb. Ja? 1 mal 2 ist ja nur 2, da oben habe ich 4. Also ein 1 plus ein Halb ist mehr als 1 plus ein Viertel. Und statt ein Neuntel schreibe ich 1 durch 2 mal 3. Denn 9 ist 3 mal 3 und ich schreibe unten im Nenner nur 2 mal 3. Und statt ein Sechzehntel, das ist 16 ist 4 mal 4, schreibe ich nur 1 durch 3 mal 4. Und statt ein 25stel, 25 ist ja 5 mal 5, schreibe ich nur 1 durch 4 mal 5. Überall ist der Nenner ein bisschen kleiner als oben. Entschuldigung, ja, der Nenner ist ein bisschen kleiner als oben. Überall ist daher jeder Summand größer als oben. Das heißt, was hier unten steht, ist sicher größer als die obere Summe. Und ich werde Ihnen jetzt bei der unteren Summe zeigen, dass die 2 ist. Weil ich nämlich jetzt diese Nenner gut gewählt habe, beachten Sie. Also, wir haben einmal 1. Gut, 1 ist da. Dann als nächstes haben wir 1 durch 1 mal 2. 1 durch 1 mal 2, das ist 1 durch 1 minus 1 durch 2. Also ein Entel minus ein Halb. Sie werden sagen, na klar, weil 1 weniger ein Halb ist ein Halb. Das ist aber nicht der Grund, den ich haben möchte, sondern mein Grund ist der folgende. Wenn man den gemeinsamen Nenner bildet, kriegt man als gemeinsamen Nenner 1 mal 2, sehen Sie das? Und beim Zähler würden wir, wenn wir dann erweitern, 2 minus 1 oben stehen haben. Und das ist 1. Also das 1 durch 1 mal 2 ist 1 durch 1 minus 1 durch 2. Es ist nämlich 1 durch 2 mal 3 dasselbe wie 1 durch 2 minus 1 durch 3 aus demselben Grund. Der gemeinsame Nenner von 1 halb minus 1 Drittel, das ist 2 mal 3, der steht oben. Und als Zähler bekommt man, da muss man ja erweitern, links mit 3, rechts mit 2, bekommt man als Zähler 3 minus 2 und das ist 1. Gut. Und 1 durch 3 mal 4, Sie werden es nicht ahnen, das ist 1 durch 3 minus 1 durch 4. Das ist wirklich wahr. Der Nenner stimmt. Nicht? Der gemeinsame Nenner ist dann 3 mal 4. Und wenn man die Zähler erweitert, also den Bruch erweitert, muss man, der erste Zähler wird dann 4, weil ich mit 4 erweitern muss. Der zweite Zähler wird 3, weil ich mit 3 erweitern muss. Habe ich 4 weniger 3, das ist 1. Also 1 durch 3 mal 4. Und 1 durch 4 mal 5, 1 durch 4 mal 5, das ist 1 durch 4 minus 1 durch 5. Und aus demselben Grund. Und das geht immer so weiter. Und jetzt haben wir es. Denn warum? Schauen Sie, da haben Sie minus ein Halb plus ein Halb. Und minus ein Halb plus ein Halb, das ist weg. Und dann haben Sie plus ein Drittel minus ein Drittel. Und plus ein Drittel minus ein Drittel, das ist weg. Und dann haben Sie minus ein Viertel plus ein Viertel. Und minus ein Viertel plus ein Viertel, das ist weg. Und auch das minus ein Fünftel wird mit einem plus ein Fünftel, das oben steht, weg sein. Und die sind alle weg. Und übrig bleibt 1 plus 1. Und das ist 2. Und mehr ist es nicht. Also, wir merken uns, die Summe gebildet aus den Kehrwerten der Quadratzahlen, die Summe gebildet aus den Kehrwerten der Quadratzahlen ist endlich.
Die Summe gebildet aus den Kehrwerten der Quadratzahlen ist endlich. Sie ist sicher nicht größer als 2. Pi Quadrat Sechstel ist ja ungefähr, ja, Pi Quadrat wird 9 sein, also sicher kleiner als 2. Und was Eurem erkannt hat, bei der Summe der Kehrwerte aller Zahlen geht es ganz anders. Also da bilden Sie 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/5 und so weiter. Eurem rechnet diese Summe aus. Als erster Mann in der gesamten Welt, damals im Mittelalter, im 13. Jahrhundert. Also 1. 1 ist 1, ist klar, keine Frage. Und da gebe ich 1/2 dazu. Jetzt kommt der nächste Gedanke. Und das war der fantastische Gedanke von Eurem. Er hat gesagt, 1/3 plus 1/4, das ist doch mehr als 1/4 plus 1/4. Weil 1/3 ist mehr als 1/4. 1/3 plus 1/4 ist mehr als 2/4 und 2/4 ist 1/2. Klar. Dann sagt Eurem Folgendes. Ja, 1/5 plus 1/6 plus 1/7 plus 1/8, 4 Stück, sind mehr als 4/8. Ja, 4/8 ist aber 1/2. Also wenn ich von 1/5 bis 1/8 addiere, habe ich mehr addiert, als wenn ich 1/2 addiere. Dann sagt Eurem Folgendes. 1/9 plus 1/10 plus 1/11 plus 1/12 plus 1/13 plus 1/14 plus 1/15 plus 1/16, 8 Stück, und 1/16 ist das kleinste von den Brüdern, ist mehr als 8/16 und 8/16, das ist 1/2. Und so sagt Eurem, wird immer 1/2 addiert. Und wie oft wird 1/2 addiert? Ja, unendlich oft. Das hört nicht auf. Also wird 1 plus unendlich mal 1/2 addiert. Ja, wenn Sie unendlich halbieren, wird nicht viel weniger. Und da geben wir sogar noch 1 dazu, also da kommt unendlich heraus. Also diese Summe ergibt unendlich. Die würde sogar unendlich ergeben, wenn ich den Einser wegließe. Ja, bitte, das merken wir uns auch. Ja? Wir sind gleich am Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, wir haben uns gemerkt, die Summe der Kehrwerte der Quadratzahlen ist endlich. Die Summe der Kehrwerte aller Zahlen aber, die divergiert, wie der Mathematiker so freundlich sagt, aber die explodiert, wäre es richtiger gesagt, die explodiert nach unendlich. Zwar sehr langsam. Also Sie können mit dem Tauschrechner probieren, einmal die Kehrwerte zu addieren, und Sie werden irgendwann einmal in der Schöpfung aufgeben und Sie kriegen keinen Wert, der größer als 10 ist, höchstwahrscheinlich. Es dauert unglaublich lang. Unglaublich lang, bis man über 100 kommt oder so etwas. Was ist 100 im Vergleich zu den Budgetzahlen, die wir haben? Nicht? Also das ist ja nichts, aber trotzdem. Aber wir wissen, wenn wir unendlich lang warten, dann wird auch die Summe nach unendlich divergieren. Und nun zu dem, der erkannt hat, das Wunderbare, das ich Ihnen erzählen möchte, zu Evangelista Torricelli, einem Schüler und Mitarbeiter von Galilei, der nebenbei gesagt das Thermometer auch erfunden hatte. Und dieser Torricelli ist es, der das Unglaubliche an Gabriels Horn entdeckte. Sie sehen, wir leben in der Zeit des 17. Jahrhunderts. Das ist gleichsam die Botschaft, die ich Ihnen mitgebe. Das wirklich Spannende haben auch die Alten schon gesehen. Manches haben die Alten gesehen, das wir heute überhaupt nicht mehr sehen. Und manches Spannende, das wir heute sehen, würden die Alten uns beneiden, keine Frage. Aber wir dürfen die Alten nicht als gering abschätzen. Die waren sehr klug. Torricelli hat den wesentlichen Punkt erkannt, der hinter diesem Gabriels Horn, Gabriels Trompete, man sagt auch manchmal Torricellis Trompete dazu, also ich sage Gabriels Posaune, was dahinter steckt. Also ich habe Ihnen schon erzählt, so wird diese Posaune des Erzengels mathematisch betrachtet. Wir vergessen den Erzengel, wir betrachten nur das Instrument.
Wir sehen also, wenn ich mir erlauben darf, nur die XY-Ebene zu betrachten, da sehen wir den oberen Rand, ziemlich brutal gezeichnet, den oberen Rand dieser Posaune. Und zwar nur den ersten Teil, denn Sie müssen sich vorstellen, diese X-Achse läuft, da über den 7. Bezirk und dann nach Otterkring und dann, also die läuft unglaublich weit. Ja, die läuft nach unendlich. Und das ist das Wichtige. Also wir sehen nur den ersten Teil. Ja, ich habe also gesagt, das läuft nach der Funktion y ist 1 durch x, die Kehrwerte. Was heißt denn das? Nun, wenn x gleich 1 ist, dann ist die Höhe y auch gleich 1. Ja? Und wenn x gleich 2 ist, dann ist die Höhe y 1 durch 2, also 1/2. Und wenn x gleich 3 ist, dann ist die Höhe y 1 durch 3, also 1/3. Und wenn x gleich 4 ist, dann ist die Höhe y gleich 1 durch 4, 1/4. Und wenn x gleich 5 ist, ist die Höhe y 1 durch 5, also 1/5. Und so geht das weiter. Also Sie sehen, diese violetten Punkte haben die Höhen der Kehrwerte der Zahlen. Ja, also damit wir also uns wirklich in der Posaune zu Hause fühlen, also da sehen wir y ist gleich minus 1 durch x, das ist der untere Umriss dieser Posaune. Und die ganze Posaune entsteht, indem man das ganze Zeug dreht, um die x-Achse herum. So entsteht die Posaune. Und was wir jetzt machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns von diesem fantastischen Instrument, wie es klingt, weiß kein Mensch, das Volumen und den Flächeninhalt ausrechnen. Das Volumen und der Flächeninhalt. Und in Wirklichkeit, wir werden ihn uns nicht ausrechnen, nur ungefähr, das reicht mir schon. Nur ungefähr rechnen wir das Volumen aus. Ich sage Ihnen, wie groß das Volumen am allerhöchsten sein kann. Wie kann man dieses Volumen ausrechnen? Ich sage Folgendes, ich teile mir ein, dieses Volumen in Höhenschritten immer 1 lang. Also von 1 bis 2, von 2 bis 3, von 3 bis 4 und so weiter. Also von 1 bis 2 ist das Volumen der Posaune sicher kleiner als das Volumen des Zylinders, den ich da herumgelegt habe. Und wir wissen ja, wie groß das Volumen des Zylinders ist. Das Volumen des Zylinders, das ist r Quadrat Pi mal h. Die h ist ja 1. Das können wir vergessen. Und r war hier 1 hoch. Also 1 Quadrat ist auch 1. 1 mal Pi mal 1. Also das Volumen dieses ersten Stücks ist höchstens Pi. Und das zweite Stück, das tue ich einpassen in diesen Zylinder. Der Zylinder hat sicher ein größeres Volumen als die Posaune. Nicht? Der tut sie sogar übertrumpfen. Der Radius ist jetzt 1/2. Radius zum Quadrat ist 1/4. 1/4 mal Pi mal H, also Pi-Viertel und H ist 1. Also bis zum zweiten Stück sind wir auf Pi plus Pi-Viertel gekommen. Und beim dritten Stück haben wir diesen Zylinder. Radius ist 1/3 geworden. Radius zum Quadrat ist 1/9. 1/9 mal Pi ist Pi-Neuntel, mal H ist 1, also Pi-Neuntel. Beim vierten Stück. Volumen ist r Quadrat Pi H, r ist 1/4, 1/4 zum Quadrat ist 1/16, 1/16 mal Pi, Pi-16 und H ist 1. Und so geht das weiter. Und Sie sehen, das Volumen ist höchstens wie groß? Pi mal der Summe aus den Kehrwerten der Quadratzahl. Das heißt, die Summe der Kehrwerte der Quadratzahlen, von der wissen wir ja was, die ist ja nur endlich groß. Das heißt, das Volumen ist sicher endlich. Wir wissen sogar, dass die Summe der Kehrwerte der Quadratzahlen höchstens 2 ist, sogar kleiner als 2. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie betrachten die Posaune so, dass der Außenkreis der Posaune, also wo dann wirklich der Ton herauskommt, den Radius von 1 Dezimeter hat. Ja. Das ist möglich. Und dann geht die Posaune halt und dann bis nach Otterkring und Sie wissen schon. Dann haben wir also 1 Dezimeter. Das Volumen, also ja, wir haben also 2 mal Pi. Also mit 6 Liter kommen wir aus.
Wir können die ganze Posaune füllen mit 6 Liter Wasser, ja, von hier beginnend bis hin 7. Bezirk Otterkring und dann geht es bis nach Kärnten und noch weiter. Bei Kärnten hört es nicht auf, wie Sie ja wissen. Und sie ist dann wirklich voll. Also ein endliches Volumen enthält die nur. So, und jetzt wollen wir uns den Flächeninhalt, also sozusagen, wie viel Messing oder aus welchem Metall das auch immer besteht, bei Gabriels Posaune, Gold höchstwahrscheinlich, also wie schaut denn diese Oberfläche aus? Die Oberfläche. Und ich sage Ihnen, wie groß die Oberfläche mindestens sein muss. Die Oberfläche muss mindestens so groß sein, wie die Mantelfläche des Zylinders, den ich da hineinlege. Denn da wird es ja noch so hinaufgekrümmt und hinunter. Also die Mantelfläche des Zylinders, den ich da hineinlege, der hat den Radius 1/2, Höhe 1, 1/2 mal 2π ist der Umfang, mal 1, also 2π halbe. Pedanten würden sagen, bitte, das muss man doch kürzen. Das tue ich nicht, weil es ist nämlich schöner, es so zu schreiben. Also, 2π halbe. Mindestens so groß ist er. Aber es geht ja noch weiter. Dann habe ich ja noch diesen Zylinder. Und die Mantelfläche von dem Zylinder, also die Mantelfläche von der Posaune ist größer als die Mantelfläche von dem Zylinder in dem Bereich. Da ist der Radius 1/3. 1/3 mal 2π ist der Umfang vom Kreis mal Höhe 1. Also 2π/3 kommt dazu. Und dann, der nächste Radius ist 1/4. 1/4 mal 2π mal 1, also 2π/4 kommt dazu, mindestens. Und da kommt noch 2π/5 dazu vom nächsten. Ja, und das geht so weiter. Also die Oberfläche der Posaune ist mehr als die Summe der Kehrwerte aller Zahlen, abgesehen von 1, nicht? Also 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, wenn immer addiert und das Ganze mit 2π noch multipliziert, was ja auch nicht wenig ist. Und wir wissen, was die Summe der Kehrwerte aller Zahlen ergibt. Ja, das ergibt unendlich. Und das ist das Unglaubliche. Das ist das Unglaubliche an diesem Instrument. Es hat ein endlich großes Volumen in ihm drinnen und eine unendlich große Oberfläche. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, ich male die Posaune an. Wenn er die Posaune anmalen möchte, muss er unendlich viele Farbtöpfe nehmen. Jetzt könnte jemand anderer kommen und sagen, das mache ich aber bequemer. Die Farbe dringt ja durch dieses schöne Material. Ich fülle die Posaune mit der Farbe, da brauche ich nur 6 Liter und ich bin fertig. Den Rest schütte ich wieder aus. Das ist doch höchst eigenartig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt haben Sie sozusagen den Clou dessen, was ich Ihnen gebracht habe. Ich hoffe, Sie haben, jedenfalls, Sie können es ja, das ist ja das Wunderbare, wenn Sie gesagt haben, also das war jetzt zu schnell, das hat er sicherlich irgendwie einen kleinen Trick gemacht, das kann ich, da. Sie können es nachvollziehen, es wird aufgenommen, gehen Sie in YouTube, lassen Sie das andere Fernsehprogramm für ein paar Sekunden links liegen, sagen wir mal für, was weiß ich, 50 Minuten oder 60, und schauen Sie sich das noch einmal an. Überlegen Sie, bei welchen Gedanken ist irgendetwas falsch. Wenn Sie ihn finden, bitte sofort mir schreiben, Medspace. Aber in Wirklichkeit sollte es so sein, dass Sie sagen, das ist alles richtig, aber es ist trotzdem höchst eigenartig. Und das ist das Schöne. Sie haben den Zaubertrick verstanden. Und Sie sagen nicht, so einfach. Sondern es bleibt immer noch der Reiz. Nicht die Lösung liegt darin, das Ding ist halt unendlich lang. Das macht das Ganze wirklich eigenartig. Der nächste Punkt ist der, glauben Sie mir, eine Oberfläche ist etwas anderes, als wenn ich mit Farbe bestreiche. Denn wenn ich mit Farbe bestreiche, die Farbe hat eine bestimmte Dicke und schon stecke ich im Volumen. Es gibt keine Fläche so per se, die so hauchdünn ist, wie es ja auch die Linie nicht gibt.
wie es ja auch die Punkte in Wirklichkeit nicht gibt. Das sind alles Konzepte. Und diese Konzepte stimmen mit der Wirklichkeit manchmal wahnsinnig gut überein, aber manchmal eben bieten sie viel, viel mehr, als uns die Wirklichkeit bieten kann. Das ist das Schöne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie leben hier in dem Zaubergarten, wo die Wirklichkeit einfach nur ein kleines Detail daneben ist. Das ist das Wunderbare. Wir schaffen neue Wirklichkeiten. Das macht man ja auch, das macht ja auch das Leben wirklich lebenswert, dass wir uns Wirklichkeiten schaffen können. Ich meine, dass wir die Wirklichkeit Metzbis schaffen können, dafür danken wir den Ministerien, die uns unterstützen. Und da danke ich auch der Organisation, die das so wunderbar erledigt. Aber dieses Wirklichkeiten schaffen können, der wesentliche Punkt ist, dass Sie hier dabei sind und mitmachen. Und ich spüre, dass Sie sagen, ja, ich habe es halbwegs begriffen. Denn Sie können mir glauben, als Vortragender bekommt man schon das Gefühl, dass das Publikum abdriftet und dann spricht man hier allein. Was ich ja... was manchmal im Hörsaal passiert, aber da wendet man sich einfach an die Tafel und schaut nur mehr die Tafel an. Aber das soll hier eben nicht geschehen, sondern ich wünsche mir, dass Sie hier sagen, ja, dem Zauber bin ich gefolgt, aber irgendwann einmal muss dem Zauber Schluss sein. Das ist richtig, heute machen wir Schluss. Heute machen wir mit dem Zauber Schluss. Das war also der Zauber der Geometrie mit dem Unendlichen. Wir müssen jetzt auch einmal den Zauber mit dem Endlichen machen. Das kriegen wir auch hin. Auch das Endliche hat Zauberhaftes bereit und das machen wir dann im April. Da werde ich Ihnen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeitsrechnung, und da geht es nur mit endlichen Dingen, dass die einige Überraschungen bereithält. Die Hauptüberraschung wird also sein, dass wir über zwei Ziegen und ein Auto sprechen, aber wir haben ein paar andere Sachen auch. Eine unglaubliche Story, wo ich Ihnen nur sagen kann, bleiben Sie dran, kommen Sie wieder. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen herzlichen Dank.